Ja, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin die komplette Wegstrecke nochmal abgelaufen, habe da nichts mehr gefunden, habe mir mal so meine Gedanken nochmal gemacht zu dem ganzen Thema und es ist doch einfacher als erwartet, beziehungsweise ich habe mich einfach zu dumm angestellt. Diese Buchstabenkombination, beziehungsweise die Buchstaben, die man hat, die ergeben ein Wort und die einzelnen Ziffern ist die Reihenfolge des Buchstabens in dem Wort. Also, und zwar haben wir zum Schluss dieses 1R aufgehoben, deswegen fangen wir auch damit an. Also das Lösungswort nennt sich Railroad und das müssen wir jetzt einfach hier eintippeln. Also, jetzt müssen wir erstmal wieder zu halt in die Richtung drehen, dass wir ein R bekommen. Na. So, dann drückt man das. Drückt man noch eins weiter. Noch eins. Dann brauchen wir ein R wieder. Alt und R. Dann brauchen wir ein O. Ein A und zum Schluss noch das Dora. So einfach kann es auch sein, wenn man sich nicht so blöd anstellt. So. Stehen bleiben. Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten. Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Sagen die Wahrheit. Wieso sollte man lügen? Ist ja nicht schlimm, oder? Dr. Amari hat mir gesagt, wo ich euch finde. Sehr interessant. Letzte Frage. Warum bist du hier? Kannst du Geschichte erzählen oder Runner-Chip entschlüsseln? Ich habe einen Runner bei Green Tech Genetics aufgespürt und getötet. Jetzt brauche ich Hilfe dabei, den Code seines Runner-Chips zu knacken. Was? Darüber macht man keine Witze. Ich wusste nicht, dass wir eine Party feiern. Warum bin ich nicht eingeladen? Oh, ihr habt den Runner-Killer eingeladen. Nett. Deacon, wie immer zu spät. Dieser Eindringling hat tatsächlich einen Runner getötet. Eigenhändig. Das wäre sogar für Glory eine reife Leistung. Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist eine ziemlich große Nummer. Wenn du mit dem Verhör fertig bist, solltest du dieser Runner-Killer-Maschine ein wenig Respekt zollen. Nur so ein Gedanke. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Jeder, der einen Runner tötet, gehört für mich zu den Guten. Ich bin Desdemona, die Anführerin der Railroad. Wer seid ihr Leute eigentlich genau? In einer Welt voller Misstrauen, Verrat und Jäger sind wir die einzigen Freunde der Synths. Es, wir müssen ihn reinlassen. Er hat einen intakten Runner-Chip, verdammt nochmal. Das verstößt gegen unsere Sicherheitsprotokolle. Zum Teufel mit denen. Er hat einen Runner getötet. Nie im Leben arbeitet der für das Institut. Wir lassen dich in unser Hauptquartier. Du bist der erste Außenseiter, dem dieses Privileg je zuteil wurde. Wir besprechen das mit deinem Chip, sobald du drin bist. Okay. Ja, ich würde sagen, die Waffen stecken wir jetzt erstmal weg. Brauchen wir das Licht? Denk nicht. Und? Hast du Spaß? Und? Hast du Spaß? Keine faulen Tricks. Und? Hast du Spaß? Red mit dem Boss. Entschuldigung? Ich hab gesehen, was du auf dem Weg gemacht hast. Nicht schlecht. Also für einen Menschen. Für einen Menschen? Wie meinst du das? Du bist ein in der Wildnis geborenes Modell 1.0 und dafür nicht schlecht. Nicht in derselben Liga, wie wir sind. Aber ist ja nicht dein Fehler. Warte mal, du bist ein Synth? In voller synthetischer Pracht. Und bevor du fragst,
Diese ganzen Gerüchte, die es gibt, sind absoluter Müll. Ich bin so echt wie jede andere Frau auch. Der einzige Unterschied ist nur, dass man bei deiner Produktion bestimmt viel mehr Spaß hatte. Das ist gerade ein echt guter Zeitpunkt. Wir erholen uns noch von etwas, das ich dir nicht sagen kann. Uns fehlt ein Mann. Und wenn es stimmt, was Deacon über dich erzählt hat, hätte ich dich gerne in unserem Team. Was? Glaubst du Deacon etwa nicht? Nach dem, was ich gesehen habe, könnte das stimmen. Des hat zwar gesagt, wir hätten keinen Platz, aber sprich mit Deacon. Der hat bestimmt eigene Interessen, wie immer. Wo ist der jetzt hin? Da. Und, hast du Spaß? Hey. Und, hast du Spaß? Keine faulen Tricks. Können wir wahrscheinlich nur nicht reden, weil wir vielleicht erst mal mit ihr reden müssen. Dann, na, ich möchte rein. Hallo, geht nicht oder was? Ich komme da nicht rein. Was ist denn jetzt los? Jetzt geht's. Einen Run-Check zu entschlüsseln ist eine heikle Angelegenheit. Da können tausend Sachen schiefgehen. Datenverlust ist da noch das geringste Übel. Zum Glück haben wir genau den richtigen Mann für diesen Job. Hey, Des! Brauchst du was? Tom, unser Gast. Was? Echt? Mann, sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Okay, also das läuft so. Tom beschafft dir den Code, aber danach gehört der Runner-Chip uns. Ja, besser als nichts, würde ich mal sagen. In Ordnung. Er gehört euch. Okay, Tom, dann leg mal los. Okay, kleiner Runner-Chip. Lassen wir den Stromkreisanalysator mal an dich ran. Tüftel-Tom. Bestimmt der Bruder von Bastel-Bastel. Wir sind drin. Haben Zugriff auf den Chip. Bummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen. Also drei Vermisste und sechs Tote. Was? Oh Mann, stürz jetzt nicht ab. Du schaffst das. Kleiner Speicherfehler. Da sind sie. Verschlüsselungsalgorithmen. Okay. Wir sind noch im Geschäft. Oh Mann. Sie haben beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt. Oh, das wird, Komm schon, Baby. Führ mich zum Muster. Wo ist es? Moment. Sie benutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator. Oh Mann, das nenne ich Glück. Ich hab dich, du Institutscheißer, ich hab dich. Löse nach N auf. Komm schon. Zeig mir die Basiszahl. Komm, Baby. Wir haben's. Wir haben den Code. Ein Spinner. Auf ein Holoband. Gute Arm. Es läuft mehr, als man mitbekommt. Vertrau mir. Hallo. Du musst vorsichtig sein, Mann. Das Institut ist überall. Ja, mitnehmen können wir hier nichts. Wo rennen sie denn jetzt schon wieder hin? Hallo. Wenn wir in Zukunft mehr miteinander zu tun haben, muss ich mir sicher sein, dass wir auf derselben Seite sind. Du weißt, was ein Synth ist, oder? Ja, ich bin bestens über sie informiert. Gut. Das Institut betrachtet Synths als ihr Eigentum, als Werkzeuge. Rede weiter. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die entscheidende Frage ist, würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Auch wenn es sich dabei um Synths handelt. Ich habe einmal geschworen, meine Landsleute mit meinem Leben zu verteidigen. Ich sehe da keinen Unterschied. Gut gesagt. Jemanden mit deinen Fähigkeiten und Ansichten würden wir normalerweise rekrutieren. Aber im Moment fehlt uns die Zeit, neue Agenten auszubilden. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, wie du deinen Beitrag leisten kannst. Und im Gegenzug helfen wir dir. Deacon erklärt es dir genauer. Du kannst jetzt gehen. Also, auf gut Deutsch müssen wir Aufträge für sie erledigen, damit sie uns an dem Wissen des
Synth-Implantats teilhaben lassen. So, wo ist denn jetzt schon wieder hin? Du hast beim Reinkommen nichts Verdächtiges gesehen. Verzeih bitte den Empfang. Wenn man mit dem Institut Tango tanzt, muss man vorsichtig sein, wenn neue Partner das Parkett betreten. Eure Anführerin war einfach nur vorsichtig. Wir wissen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Ganz genau. Hat uns aber irgendwie die Chance auf einen guten ersten Eindruck gekostet. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe für dich gebürgt, niemand wurde erschossen. Trotzdem wäre ich dir sehr verbunden, wenn du uns nicht an das Institut verrätst. Danke. Also, verrat es mir. Warum hast du für mich gebürgt? Ich habe eine Menge über dich gehört. Genug, um dir eine Chance zu geben. Des möchte, dass ich einen Touristen aus dir mache. So nennen wir Leute, die hier und da aushelfen. Was für eine Verschwendung. Ich sage es ganz einfach frei heraus. Die Railroad braucht dich. Bin ganz Ohr. Ich habe da einen Auftrag. Zu groß für mich, perfekt für uns beide. Du hilfst mir, alle sind begeistert und Des lädt dich in unsere Schar ein. Wenn du dann einmal ein Problem hast und Hilfe brauchst, sind deine Freunde von der Railroad für dich da. Gut, dann bin ich dabei. Perfekto. Treffen wir uns am alten Freeway vor Lexington. Dort erzähle ich dir genaueres. Du hast beim Reinkommen nichts Verdächtiges gesehen, oder? Jetzt müssen wir mal kurz mal gucken. Also wir können zu Virtual zurückkehren. Das würde ich jetzt als erstes mal vorziehen, sonst verzetteln wir uns mit den ganzen Aufträgen. Ja, das werden wir als erstes auch machen. Wir gehen als erstes mal zu Virtual. Halt. Nein. Ach, ich muss da durch, oder was? Oder, nee, wir müssen wahrscheinlich erstmal raus. Dann gehen wir erstmal raus hier. Ging's denn hier raus? So, irgendwo eine Stimme, oder? Mal gucken, wie wir da weiter vorangehen. Also erstmal zu Virtual gehen, dann mal schauen, was der uns an Informationen gibt. Vielleicht gehen wir dann als erstes nächstes dann schon ins Institut dran. Weil das mit dem Railroad, das sehe ich jetzt im Moment. Vielleicht brauchen wir auch die Informationen von der Railroad. Vielleicht unterhelfen die uns dann, wenn wir ins Institut rein wollen. Ja, wir werden sehen. Es ist wieder Tag. Minutemen haben 2180 Diamond City verteidigt. Wenn du auf einen grünen Tarnscharf bist, sollten wir uns beeilen. Was war das jetzt? Bin ich jetzt irgendwo reingegangen? Ah, keine Radioaktivität mehr. Okay. Die können wir eigentlich weglegen. Hey,
war nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du hast, was du brauchst? Ich hab den Code. Sollte mich wohl nicht überraschen. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Wie hast du den Chip entschlüsselt? Die Railroad hat mir geholfen. Oh Gott, diese Bekloppten? Ich hätte gedacht, die sind zu beschäftigt damit, Verkaufsautomaten zu befreien oder Computerterminals zu retten oder... Tut mir leid, sie haben einfach so einen gewissen Ruf. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Hab ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht, diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für'n Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik. Das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Ich habe mir das gerade mal notiert. Okay. Ich bin sicher, es wird schon funktionieren. Ich garantiere für nichts. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Institutstransmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Okay. Dieses Gerät bringt mich ins Institut? Ja, wenn es richtig gebaut wird. Und bitte bau es richtig, denn du musst da reinkommen, um unser beider Willen. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Wenn du es reinschaffst, finde das Serum. Es ist meine einzige Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Okay. Ja, jetzt gehen wir erstmal raus und... Bevor wir rausgehen, schaue ich mal auf die Karte, wo wir als nächstes hingehen. Also wir können mit den Minutemen reden, deswegen, oder mit den Railroads. Oder wir können das auch erstmal sein lassen. Weil es gibt ja noch genügend andere Dinge. Also ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal das Spionagehandwerk erlernen. Und da gehen wir jetzt auch noch hin. Bei der alten Autobahn. Gut, dann gehen wir hier hin. Hütlandflüsterer. Okay. Ist auch eine interessante Fähigkeit. Vor allem, wenn das so Riesenviecher sind. Ja. Hört sich nach Kleinkalibermunition an. Wer schießt denn da? Ach, da. Raider oder was? Ja, Raider. Raider, Raider. Ich glaub, wir sind nicht allein. Ja, glaube ich auch. Und ey. War wohl der letzte.
Ja, mach ganz schön, wenn du mal ein bisschen früher eingreifen würdest. Nick. Ach, hier war ich ja schon mal. So, Autobahn ist ein Stockwerk höher. Jetzt ist bloß die Frage, wie wir da hochkommen, oder? Ist das ein Räderquartier? Oh. Ja, ich... Wie viel Gewicht haben wir denn zurzeit dabei? Wir nehmen das mal mit. Verkaufen können wir es nachher immer noch. Mutant, der ist aber... Könnte ein friedlicher sein. Nee, der hat was in der Hand. Ein Hydranten. Vielleicht auch nicht so friedlich. Ich glaube nicht, dass der vom Feuerlöschzug ist. Von der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Hoffentlich müssen wir jetzt halt komplett zurücklaufen. Wenn wir uns irgendwo auf der Autobahnbrücke treffen, ist man natürlich auch der Kracher. Oh, ich bin erschrocken, ich hab gedacht, es ist irgend so ein Viech, das da hinter uns her ist. Deacon? Bist du das? Gefällt dir die Verkleidung? Meine Ödländer-Tarnung? Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich! Gut, nicht wahr? Das Glück, dass ich nicht auf mein Gesicht getauscht habe. Ach stimmt, der ist ja auch schon in Sünd. Kannst dein Gesicht wechseln? Ich lege mich alle ein, zwei Jahre unter das Messer. Neues Gesicht, neuer Körper, Unterneuerung, um meine Feinde zu verwirren. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Darum ging's ja. Kommen wir zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand. Eure Basis war unter einem Donutladen? War deutlich besser, als es sich anhört. Naja, bis alles in die Luft flog. Was ist passiert? Unser Hauptquartier war solide und gut zu verteidigen. Wir hielten es für sicher. In weniger als einer Minute waren die Institutstruppen drin und verwandelten es in einen Schießstand. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Erzähl weiter. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Also, ich suche nach Bahnsignalen, Symbole, mit denen wir einander Botschaften schicken. Wenn du so willst, haben wir Zeichen und Gegenzeichen, tote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der Handschlag wurde nie richtig angenommen. Wie dem auch sei, der Tourist sollte uns eine Spur hinterlassen haben. Ah, da ist ja ein Bahnsignal. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an. Unser Tourist ist also vor uns. Gehen wir weiter. Okay. Scheint ja recht interessant zu sein, die Mission. Der hat denselben Vorgeschmack für Flinten wie ich. Und das nächste Warnsignal, genau hier. Oh. Irgendwas Nützliches? Yeah.
diese Kannibalen. Kurz erledigt. Und noch eins. Wir sind sicher gleich da. Jetzt hast du ein Problem. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. So, müssen wir weiter. Geradeaus aus. Siehst du das Pluszeichen in der Mitte? Das heißt, dass ein Verbündeter in der Nähe ist. Oder ein Tourist. Du übernimmst das Reden. Egal, was er sagt, du antwortest, meiner ist in der Werkstatt. Vertrau mir. Meiner ist in der Werkstatt? Also, die haben schon Komisches gebaut. Entschuldigung. Wie wäre es, wenn wir uns unterhalten, sobald dein Freund hier ist? Dem Himmel sei Dank! Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Nein, ich habe keinen Geigerzähler. Warte, was? Immer mit der Ruhe. Er wollte sagen, meiner ist in der Werkstatt. Puh, besser. Mir ist ganz schön die Pumpe gegangen. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Erzähl mir, was los ist. Ich habe mich für leichte Aufklärungsarbeiten gemeldet. Aber in eurem Slug am Joes wimmelt es nur so vor gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Was meinst du mit Chromschädel? Du weißt schon, diese frühen Modelle sehen aus, als wäre Metall über mechanische Innereien gestülpt worden. Die sieht man hin und wieder, wenn sie Gott weiß was für das Institut erledigen. Okay. Die haben ein Minenfeld? Ja, die Mutter aller Minenfelder. Unmöglich, da eine Karte zu zeichnen. Gut zu wissen. Ich gehe dann mal. Ja. Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. Hey. Rede weiter. Halt. Ja, da ist er. Hey, Deacon. Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Hm. Wahrscheinlich sagt er die Wahrheit. Aber das weiß man nie genau. Meine Meinung. Ich denke, wir können ihm glauben. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen, an der Vordertür lauern Minen, Zins und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Der Donutladen hat einen Fluchttunnel? Hatte nicht jeder einen Fluchttunnel? Aber im Ernst, dem Himmel sei Dank für diesen Tunnel. Ohne würde es keine Railroad mehr geben. Der Tunnel ist sicher einfacher als ein Frontalangriff. Einfacher, aber kein Spaziergang. Geh vor, Kumpel. Ich gebe dir Deckung. Okay, und das war's dann auch schon für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir in den Tunnel rein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.